Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Roger Kluge, L. und Theo Reinhardt feiern den Gewinn der WM-Goldmedaille 2018. Urheberrecht Getty Images. Roger Kluge und Theo Reinhardt gewinnen das Sechstagerennen in Berlin dank einer fulminanten Schlussattacke. Bei den Sprintern siegt ein alter Bekannter. Die Madison-Weltmeister Roger Kluge und Theo Reinhardt haben beim 108. Berliner Sechstagerennen triumphiert. Die Lokalmatadoren setzten sich dank einer fulminanten Schlussattacke 13 Runden vor dem Ende mit einem Rundenvorsprung und 470 Punkten gegen die Konkurrenz durch. Platz 2 belegten die Dänen Mark Hester, Jesper Morkov vor Altmeister Andreas Müller und Partner Andreas Graf aus Österreich. Bei den Sprintern siegte zum 8. Mal der Cottbusser Maximilian Levy. Der viermalige Weltmeister setzte sich souverän mit 273 Punkten vor Denis Dimitriev aus Russland, 233, und dem eingebürgerten Russen Shane Perkins, 211, durch. Mit der Zuschauerresonanz von mehr als 50.000 Besuchern im Velodrom, darunter 7.200 am Finaltag, waren die Verantwortlichen zufrieden. Punkt. Berlin hat bewiesen, dass es das stärkste und beste Event der Serie ist, sagte Walz Miltewicz, Geschäftsführer der Six Day Berlin.